Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, es ist ganz, ganz früh am Morgen. Wir haben einen Tag übersprungen. Oh nein! Oh, jetzt sagt mir nicht, wir haben einen Tag übersprungen und deswegen sind jetzt hier die Büsche kaputt. Was soll das? Die hier sind doch noch okay. Moment, die Lichtstunden, die haben sich da auch nicht verändert. Temperatur ist jetzt auch nicht so viel anders. Ach kommt, Leute. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Oh, Moment. Aloe Vera. Die sieht mir so fertig aus. Sehr schön. Also nicht fertig im Sinne von fix und fertig, aber irgendwie fertig. Okay, wir haben 6 Stück. Wie viel brauchten wir denn für unsere Quest? Aloe Vera für Lisa und Lena. Soll die Samen auf meiner Farm aussehen? Oh. Ups. Und anschließend 9 junge Stauden auf ein neues Beet anpflanzen. Upsi. Ja. Erstens, jetzt verstehe ich definitiv besser, warum das markiert ist. Und zweitens, so ein Mist. Ja gut, Wolle können wir noch nicht machen. Lieferung für Tiberius war die Fiole. Nee, Moment. Doch. Ach so, genau, die Fiole. Das müssen wir noch machen. Moment. Dann. Dann werde ich. Wir haben jetzt 6 Aloe Vera und einmal kann ich die neu pflanzen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so toll. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte die jetzt rein theoretisch. Ich habe auch keine mehr, ne? Doch, Moment. Das sind die doch. Ich habe 17 Samen davon. Wieso habe ich da so viele von? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, genau. Und ich habe noch das Eichhörnchen. Das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Eichhörnchen rauslasse und es mir dann abhaut. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wenn ich das hier reinmache, bleibt das dann hier drin oder haut das dann ab? Hallo? Kann ich gar nicht? Ich muss das draußen hin machen. Das ist gemein. Oder kann ich das vielleicht in den... Ist das ein Schuppen hier oben? Kann ich das vielleicht da rein machen? Wenn das schon im Haus nicht funktioniert. Anscheinend nicht. Na gut. So, da bin ich wieder. Ich habe aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ich wollte nicht rausgehen aus dem Spiel. Nein, nein, nein. Oder habe ich da... Moment. Oder habe ich da was falsch gemacht? Ah, ich darf nicht das andere markiert haben und dann das drücken, um es loszulassen. Jetzt verstehe ich das. Komm her, meine Süße. Nein, jetzt habe ich selber gegessen. Wo ist das? Namen eingeben. Du bist Flauschi. So. Flauschi ist nun gezähmt und wird bei dir bleiben. Oh mein Gott. Aber hier drin, oder? Ich mach trotzdem mal für alle Fälle die Tür zu. Nicht, dass Flauschi doch noch auf die Idee kommt, wieder rauszugehen. Okay. Moment. Den können wir erstmal wegmachen. Müssen wir da nochmal mit ihm reden? Eigentlich nicht, oder? Der hat mir das jetzt nur so mitgegeben. Erdbeeren und Blaubeeren. Achso, Erdbeeren und Blaubeeren für Tiffany. 10 Erdbeeren, 20 Blaubeeren. Ja, 20 Blaubeeren habe ich, aber die Erdbeeren habe ich nicht, ne? Weil die Staude immer noch nicht gewachsen ist. Genau. Okay, das kann ich so lassen. Ja. Die sind nicht voll, aber die kann ich eigentlich auch so lassen. Und ich hoffe mal, die sind soweit auch okay von den Nährstoffen her. Bei hier oben habe ich doch, da habe ich noch was an. Ja, das könnte eng werden. Doch, da machen wir noch mal ein bisschen Dünger drauf. Schon ist schon wieder der halbe Tag vergangen hier. Ah, also schlimm. So, Moment. Das machen wir mal hier hin. Obwohl, ne. Moment, das können wir auch anders machen. Stapel auffüllen. So. Dann. Mal gucken. Hier war das, ne?
die waren soweit noch in Ordnung. Ja, die waren soweit noch in Ordnung. Okay, perfekt. Das ist hier mit den Sachen. Die muss ich auch nicht düngen, ne? Ich glaube, das da unten war nur ein Busch, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber egal. Okay, das können wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurücktun. Dann gehen wir ganz, ganz... Ach, das ist Sonntag. Aber ich kann ja trotzdem was ausliefern. Das ist ja nicht unbedingt das Problem. Wir müssen... Wie? Geht wieder eigene Wege. Was? Ich hab den doch eingesperrt. Flauschi, nein. Flauschi, du kriegst eine drauf. Flauschi, was ist mit dir? Schätzelein. Nein, nicht abhauen. Wenn ich jetzt die Tür aufmache, ist Flauschi draußen. Was ist mit Flauschi? Ich verstehe es nicht ganz, ehrlich gesagt. Warum will Flauschi jetzt eigene Wege gehen? Oder wollte Flauschi mit mir kommen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich habe ja noch nie ein Haustier gehabt hier in dem Spiel. Und wenn ich jemals wieder ein Eichhörnchen kriegen sollte, werde ich es Flauschi 2 nennen. Bin ich ganz traurig. Achso, wo laufe ich eigentlich hin? Ich wollte rüber. Jetzt bin ich ganz traurig. Ich habe Flauschi doch extra eingesperrt. Also ich hätte Flauschi lieber loslaufen lassen, ne? Aber ich habe ja schon sowas erwartet eigentlich. Lieferung da. Eine Fiole für Tiberius. Wo war nochmal Tiberius? Das habe ich total vergessen jetzt. Ich sehe keine Fahne. Wo ist Tiberius? Der läuft wahrscheinlich irgendwo außerhalb rum, oder? Ich weiß es nicht. Hagen und Jack? Nee, du warst nicht Tiberius, du warst Helmut, Luna, Eugenia, Anais, Klein, Tiberius, wo bist du? Alfred und Magda. Achso, das war meine hier. Moment, die nochmal. Nee, wie war das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ist mir jetzt gerade auch egal. Ich muss Tiberius finden. Mann. Da ist Alfred mit drin. Keiner von euch ist Tiberius, richtig? Johanna und man kann es nicht lesen. Jonas ist da unter anderem mit drin. Ach, du bist doch Tiberius. Moment, ich komme dir entgegen. Ich komme dir entgegen. Halt, stopp, stopp. Geh weg da. Ich weiß nur gar nicht mehr, was ich ihm liefern sollte. Bleib stehen. Guten Tag. Wie, bis bald? Nein. Hä, was sollte ich hin? Doch, die... Moment. Hat mir eine Fiole für Tiberius gegeben. Ach so, ich soll sie in sein Arbeitszimmer abstellen. Moment, dann laufe ich ihm mal hinterher. Ich weiß nämlich nicht mal, wo sein Arbeitszimmer war. War das hier? Nee, kann ja nicht. Das ist hier von dem... Oder? Nee, das ist doch von dem anderen. Wieso läuft er jetzt hier hin? Das ist doch gar nicht dein Arbeitszimmer. Oder? Bin ich jetzt hier... Arkane Künste. Moment, nee, das ist doch hier von dem Nial. Aber wo war denn sein Zimmer? Oh mein Gott, ich bin heute so verwirrt. Oder hat er hier das Arbeitszimmer? Nee, oder? Jetzt sitzt er hier mit dem am Tisch. Kann ich hier irgendwo was hinstellen? Ich bin jetzt gerade wirklich sehr verwirrt heute. Also nicht nur heute, das ist klar, aber... das ist doch nur von ihm. Ich gehe jetzt mal hier gucken. Vielleicht kann ich irgendwo sein Zuhause hier aufdecken. Was haben wir denn hier noch nicht erkundschaftet? Moment, nach hier oben, das ist noch zu... Da hört der Weg gleich auf. Ich denke mal nicht, dass... Obwohl, da ist noch ein Weg hier rechts. Ich
denke mir mal nicht, dass der irgendwo an einem Ort wohnt, wo kein Weg entlang geht. Hier waren wir aber doch schon mal, oder nicht? Hier ist noch eine Brücke. Moment, hä? Da können wir rüber. Wieso kommen wir hier rüber? Was ist das hier? Warum weiß ich nichts davon? Moment, dann kommen wir aber unten an dem... Ach so. Kommen wir unten an dem an, was wir schon kennen, ne? Ah, okay. Aber warum dann hier eine Brücke ist, das weiß ich noch nicht so ganz. Na gut. Hier sind auch nochmal Steine. Das sollte man sich merken. Aber hier ist keine Hütte. Und unten kommen wir ja sowieso nicht hin. Das ist, glaube ich, der DLC-Bereich, wo man da ganz runter geht. Wir legen einfach in dieser Folge mal so ein bisschen die Karte offen. Also normalerweise hätte ich jetzt gesagt, ich mache das alleine mit euch, ich mache das alleine ohne euch. Aber ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, das doch mit euch zu machen, weil ihr eventuell dann ja auch wissen müsst, was wo ist. Und ich werde mal gucken, ob ich das hinkriege und wenn ja, wie. Dann würde ich nämlich auf dem Blog gerne mal so eine Karte machen, wo man dann auch sieht, wo die, geh nach links, komm. Wo die einzelnen Häuser sind. Also für mich persönlich ist es auf jeden Fall ein Vorteil, wenn ich sowas hätte. Ach, jetzt hänge ich hier wieder an diesen Dingern fest. Na ja, war klar. Und ich denke mal, dass ihr das auch gut gebrauchen könnt. So, diese Höhle hier habe ich gemacht, ne, wenn ich das richtig sehe. Das ist alles Wasser. Aber da oben kommen wir doch wieder nur zu dem Bereich hin. Der muss doch, wenn dann, irgendwo Richtung Stadt wohnen, oder nicht? Wo bleibe ich denn jetzt schon wieder dran hängen? Ach komm. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man keine Minimap hat. Also egal in welchem Spiel, ich besorge mir immer Add-ons, damit man hier oben rechts in der Ecke dann eine Minimap anzeigen kann. Da muss man nicht immer umschalten. Aber so geht es dann auch übergangsweise. Normalerweise gucke ich ja auch nicht so. Normalerweise laufe ich ja dann nur, oder guck mal eben kurz zwischendurch. Muss ich jetzt hoch, runter, links, rechts. Aber wenn man das Ganze aufdecken will, ist es natürlich so um einiges einfacher. Da ist noch irgendwas Grünes, aber ich glaube, das war jetzt nur... Nee, hier oben ist aber auch nichts mehr. Da geht es auch nicht mehr wirklich weiter. Ne? Wo bin ich jetzt hier? Der ist aber immer noch bei ihm. Und eingestellt habe ich die Quest. Ach, Moment. Eingestellt habe ich die Quest. Er zeigt mir doch einen Pfeil an. Ich bin ja auch so dämlich heute. Ich hoffe, es ist die richtige Quest. Oh, ich muss schon wieder was essen. Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? So. Diesmal habe ich es aber mitbekommen, dass ich was essen muss. Sonst habe ich das ja öfter schon mal, dass ich es nicht mitbekomme. So, jetzt muss ich hier nach links. Hier ist doch gar nichts mehr. Hier sind doch nur die beiden. Hä? Ach, nein! Das ist er! Wo stelle ich das jetzt hin? Stand irgendwie ein... Jetzt ist er auch schon hier... Das ist nicht dein Ernst, dass der jetzt hier ist, ne? Ich habe noch gerade eben noch da oben gesehen. In der Nähe von was soll ich das hinstellen? Ich soll irgendwo in Tiberius' Arbeitszimmer abstellen. Jetzt sag mir aber nicht, ich habe jetzt die Fiole rausgelegt. Bonus Schöpferkraft geht nach unten. Ach so, ja gut, das ist... Weil das jetzt eben rot war, das hat mich etwas irritiert. Normalerweise muss ich die doch auswählen. Aber ich habe doch keine Fiole rausgelegt. Hä? Oder habe ich da tatsächlich... Ich habe doch keine rausgelegt. Kann auf jeden Fall so nicht. Moment, ich gehe nochmal eben zurück. Ich bin heute total... Hallo? Ach so, ja. Darf ich nicht, wenn ich drin bin. Ich habe hier doch
nirgendwo eine Fiole. Da war ich doch als Einzige dran, oder nicht? Das ist keine... Nee, Quest des Alchemistenlabors. Teil des Alchemistenlabors, Questgegenstand. Dunkle Fiole. Sollte ich dem eine dunkle Fiole geben? Da steht nur eine Fiole. Aber das sind doch 10 Stück. Das sind doch die 10 Stück, die mir jemand gegeben hat zum Bauen. Da bin ich jetzt total doof. Oh nein! Wieso bist du jetzt rausgelaufen? Flausche geht es gut. Okay, ich sollte vielleicht auch nicht auf dem Ding draufstehen. Ach, Flauschi kommt mit mir mit. Ach so, deswegen ging Flauschi eigene Wege. Ja, pass auf, da muss ich auf jeden Fall die Nüsse mitnehmen, falls irgendwas sein sollte. Aber das mit dem Fiolen? Ach, da hatte ich Aloe Vera. Oh, nee, ne? Hatte ich mir doch schon eine eigene gemacht. Wo habe ich den jetzt hingetan? Mist. Irgendwann kriege ich das heute mal gebacken, dass ich alles finde. Nein, du bist nicht müde. Tu es nur so. So. Ja, klar. Und das hat er jetzt natürlich nicht aufgefüllt, weil ich das extra abgeschottet habe von den anderen. Das ist natürlich super. Aber ist das echt so eine dunkle Fiole gewesen? Hatte ich jetzt hier drin? Nee. Da. Wie war das jetzt nochmal? Moment. Einzeln nehmen alt. Genau. Komm mal mit, Schätzchen. Habe ich hier eigentlich noch irgendwas drin, was ich brauche? Oder habe ich die Fiole? Nee, die Fiole habe ich hier auch nicht reingetan. Ne? Weil ich brauche doch eigentlich 9 Fiolen. Ich gehe jetzt erstmal eben schlafen, da die ja schon wieder die ganze Zeit müde ist. So, gehe ich jetzt mal eben schlafen. Ja, es tut mir ja auch leid. Ich wollte auch nicht den ganzen Tag... Ja, ist ja toll, dass du noch im Bett bleiben könntest. Aber wenn ich nicht um 4 Uhr aufstehe, bin ich nicht pünktlich bei den anderen. So. Jetzt habe ich mich nicht um mein Beet gekümmert. Das ist vielleicht nicht so toll. Komm mit, mein Eichhörnchen. Wir müssten auch gucken... Ich hatte mir aufgeschrieben, Sophie bringt mir eine Fähigkeit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Fähigkeit war, die ich jetzt schon bekommen habe. Also die mit den Tieren. Weil es gibt ja noch die Fähigkeit, ich glaube, sie heißt Pflanzen fühlen. Wie? Wieso kehrt er nach Hause zurück? Wieso kommt er nicht mit ins Dorf? Ach komm... Flauschi, das ist nicht nett, wenn er einfach abhaust. Aber wenigstens weiß ich jetzt schon mal, wo ich hin muss. Ah, Gott, das ist... ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe heute auch ein Riesendesaster gehabt. Also mein Kopf ist gerade auch noch so ein bisschen woanders. Aufgrund eines Fehlers bei dem Windows-Update, und ja, ich hasse Windows wahrscheinlich genauso wie die meisten von euch auch, habe ich das Problem gehabt, dass mein Rechner nicht gestartet ist. Und wir haben 1,5 Stunden gebraucht, den wieder zum Laufen zu bringen. Dann konnten wir irgendwann zum Glück den Fehler von dem Update beseitigen und haben es geschafft. Aber ich habe immer noch den Kopf irgendwie so, wenn ich daran denke alleine. War das das Haus hier? Ich glaube ja, ne? Nee. Er zeigt mir immer noch links an. Dann war das das hier. Nee, das ist... Hey, Moment, ich muss eins höher. Oder? Nee, das ist das. Hä, warum habe ich jetzt gerade gedacht, es wäre ein anderes? Naja, egal. Auf jeden Fall setzen wir die, keine Ahnung wo, ab. Ja, wohin denn? Leute. So,
So sind die Fenster, ich wollte gerade sagen. Wo soll ich das denn absetzen? Ich soll sie irgendwo in Tiberius Arbeitszimmer abstellen. Der zeigt mir auch an, dass es hier ist. Warum kann ich das denn nicht abstellen? Weil das wahrscheinlich nicht die Fiole ist, nehme ich mal an. Aber ich habe ja keine andere. Hä? Hm. Tja. Kann ich die ihm nicht einfach geben? Nö. Na gut, hier ist nicht sein Arbeitszimmer. Aber wieso kann ich die nicht abstellen? Ich meine, da steht ja auch Teil des Alchemistenlabors, aber ich habe keine andere Fiole. Diese Quest macht mich gerade wahnsinnig irgendwie. Ich gehe noch mal nach Hause. Guck mir noch ein 20. Mal gefühlt jetzt alles an. Ich habe hier aber keine Fiole mehr. Das sind alles nur diese Sachen, die ich so bekommen habe. Das sind ja auch keine Fiolen, das siehst du ja schon auf den ersten Blick. Und hier sind halt auch keine Fiolen bei. Ich gucke hier extra gerade schon dreimal durch, aber... Ich muss die doch nicht alle 10 mitnehmen. Das ist Aloe Vera. Macht mich hier gerade wirklich bekloppt. Ich musste dem jetzt auch keine irgendwie herstellen oder so. Ich brauche 5 Fiolen fürs Alchemielabor. Und sie hat mir nämlich nochmal zusätzlich 5 gegeben. Das weiß ich noch. Was das hier ist, weiß ich nicht. Tiegel. Wo ich einen Tiegel herkriege, keine Ahnung. Muss ich wahrscheinlich kaufen, nehme ich mal an. Hier habe ich aber auch keine drin. Das ist alles was anderes. Ist auch nicht irgendwie ein anderes Zeichen oder so? Hm. Kein Plan. Ich versuche das jetzt noch ein allerletztes Mal. Flauschi? Flauschi ist nicht mehr da. Macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich versuche das jetzt noch ein allerletztes Mal, das mit den 10 dahin zu stellen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich brauche ja 10 Stück für die Quest halt mit dem Alchemielabor. Steht ja auch da drin. Moment, Moment. Ich habe gerade eine ganz blöde andere Idee. Wo ist Marco? Der ist, wenn man die erste Brücke runtergeht, unten links, unten rechts, wenn man so guckt. Nicht, dass ich die... Weil ich bin eigentlich sicher, ich habe die aufgenommen. Ich habe extra noch was getauscht. Nicht, dass der da irgendwo... Also, weil ich voll war, meine ich zumindest. Nicht, dass der da irgendwo einen Fehler gemacht hat und die Fiole da jetzt immer noch liegt. Das wäre jetzt ein Ding, ne? Aber dann verstehe ich wenigstens, warum mich das Ganze so bekloppt macht. Moment. Schauen wir noch mal. Jetzt habe ich natürlich auch nicht mehr viel zu essen. Ich hätte mir ein paar Pilze noch mit rausnehmen sollen. War das jetzt hier? Markus Laden, doch. Was ist das hier? Nee, das ist aber nur... Nein!
Ach, du willst mich doch verarschen. Also erstmal vorweg, vielen, vielen Dank an den Entwickler, dass die Sachen nicht respawnen. Weil sonst wäre ich wirklich komplett durchgedreht jetzt. Wollte ich nur schon mal erwähnt haben. Achso, nee, das ist ja direkt hier oben. Moment, dann kann ich noch ein Haus runtergehen und dann nach links. Oh, nee, das ist nicht euer Ernst jetzt. Da die jetzt aber natürlich auch noch genauso aussehen wie die vom Chemielabor, bin ich jetzt total durcheinander gewesen. Hab gedacht, nicht, dass ich davon jetzt irgendwie noch eins... Oh, ey. Ja, die kann ich dir hinstellen. Ich darf es nur nicht. Ah, jetzt. Achso, du bist das gar nicht. Wer bist du denn jetzt? Sophie! Huhu, liebe Wanderer. Hallo, ich bin Gameplayerin. Wer bist du denn? Ich bin Sophie. Was machst du hier, Reisende durch die Welten? Woher weißt du davon? Ich sehe es in deiner Aura. Du kommst nicht von hier und ich weiß nicht so genau, ob du bleiben wirst. Das steht noch in den Sternen. Das ist ziemlich beeindruckend. Wie alt bist du? Tolle Frage. Du meinst meinen Körper, nicht wahr? Der ist in seinem 14. Lebensjahr. Ach, das war das Mädchen. Dann ist das doch die mit dem Pflanzenfühlen. Aber als unendliche Wesen sollten wir uns nie am Alter unseres Körpers orientieren. Meinst du nicht? Das verwirrt mich alles ein wenig. Mich nicht. Das macht nichts, Gameplayerin. Und den Rest konnte ich nicht mehr lesen. Sie hat uns jetzt keine Aufgabe gegeben, oder? Marco Bescheid geben? Okay. Dum, 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 dum. Sie hat uns jetzt keine Aufgabe gegeben. Nee. Okay. Kann ich vielleicht doch nochmal mit dir reden? Ach so. Ich habe ein Geschenk für dich. Das ist nett. Eugenia sagte mir, du weißt viel über Pflanzen. Ich spüre sie in mir. Vielleicht meint sie das. Vielleicht kannst du mir mehr davon erzählen, auch wenn sich das ein bisschen seltsam anhört. Ja, ich denke, du bist bereit dafür. Wenn du willst, zeige ich dir, wie du dich mit den Pflanzen verbindest und spüren kannst, wie sie sich fühlen. Danke, das wäre toll, Sophie. Wann hättest du Zeit dafür? Eigentlich immer. Lass uns nachmittags hier vor unserem Haus treffen. Daneben ist gleich mein kleines Beet. Da können wir üben. Bis bald, Sophie. Ach so, das hat sie mir gegeben. Maiglöckchen, ach, ist doch süß. Aber wo ist Sophies Haus? Hey, Sophie, die Sonne scheint, wo du hingehst. Tiberius. Ja, geh doch mal hier. So, wo ist Marco jetzt? Halt, stopp. Der ist... Nee, das ist Mona. Moment. Marco ist gerade am Stiften gehen. Das ist nicht gut. Hat er gerade Pause vielleicht? Du bist nicht Marco, ne? Das war der, der da hinten losgegangen ist, glaube ich. Oder? Oder? Vertue ich mich da gerade? Das ist Jan. Oh, shit. Moment. Ach nee, Marco ist über mir. Ich bin hier beim völlig... Ja, hallo Reisende. Du sagst sowieso nur, dass du... beziehungsweise du starrst sowieso immer nur mit deinem komischen, ausdruckslosen Augen hier rum. Wie so ein Zombie. Und ich hatte gerade schon genug Zombies. Moment, bin ich jetzt eins zu weit? Nee. Weil der da vorne jetzt schon den Haken dran hatte. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. So, jetzt aber. Guten Tag. Guten Tag, Gameplayerin. Die Fiole ist nun in Tiberius Labor. Es hat nur ungefähr 20 Minuten gedauert, aber ich habe es geschafft. Gut gemacht, mein Hilfsarbeiter. Hier deine Münzen. Ich hätte da noch eine andere Aufgabe, die allerdings etwas delikater ist. Um was geht es denn? Drogen... Alkohol, Zigarettenschmuggel. Es geht um Mona. Oh, okay. Sie macht mir mein ganzes Geschäft kaputt, indem sie die Preise immer weiter senkt und treibt mich in den Ruin. Ich wette, sie hat einen Informanten, der bei mir schnüffelt und dann unterbietet sie meine Preise ganz gezielt. Hm, und was soll ich da machen? Du könntest zu ihr gehen und ihr Vertrauen gewinnen. Arbeite meinetwegen eine Zeit lang für sie und dann horche sie unauffällig aus. Ich soll für dich spionieren? Habe ich eine Wahl? Dann sage ich nein. Das klingt so massiv. Du beschäftigst dich einfach nur mit Informationen. Hast du nicht gerade gesagt, dass du das Rumschnüffeln an ihr schrecklich findest? Ja, aber was soll ich denn sonst unternehmen? Solange ich keine Beweise habe, bleibt mir nichts anderes, als es ihr mit gleicher Münze zurückzuzahlen.
Ja, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Schon mal daran gedacht? Schon mal versucht, mit ihr zu reden? Nein, reden ist ja nicht gut genug für die Welt. Die Leute hauen einfach drauf oder müssen irgendwie integrieren. Nee, nicht integrieren. Ihr wisst, was ich meine. Also müssen sich bei anderen einschmuggeln und so weiter, um irgendwelche Dinge herauszufinden. Ich komme gerade wirklich nicht auf das Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Ach, diese Welt ist so schlecht. Okay, ich werde mal schauen, was ich herausfinde. Nein, das verstößt gegen meine Überzeugung. Ja. Ich habe es mir mit ihm verkackt, wenn ich jetzt sage, das verstößt gegen meine Überzeugung, ne? Oder soll ich jemand an... Ich meine... Ja, aber ich will sie halt nicht ausspionieren, ne? Aber vielleicht kann ich ja da arbeiten und dann für sie auch mal so ein bisschen... Ich werde mal schauen, was ich herausfinden kann. Eigentlich will ich das nicht, aber sehr erfreulich, dass du den Ernst der Lage einsiehst. Dann mache dich auf den Weg und komm zurück, wenn du etwas vorzuweisen hast. Okay, ich habe kein gutes Gefühl dabei, ganz ehrlich. Ich will das auch eigentlich gar nicht. Oh, ah, da fällt mir ein, ich muss noch... Oh nein, wo muss ich denn... Habe ich hier irgendwo aufgeschrieben? Ich habe natürlich nicht aufgeschrieben, wo ich das kaufen kann. Mist, ich muss noch diese Hühnerdinger, die Dings da... Warte mal, wo soll ich hingehen? Tiffany war das, ne? Konkurrenzhändler-Spionage. Ne, Monas. Monas Vertrauen war das. Genau. Schade, dass... Hier ist Mona? Gertrude? Monas Laden. Ach so, ein ganzes Stück unter mir noch. Okay. Mona, hast du vielleicht etwas zu essen für mich? Zur Not würde ich auch bezahlen, weil sonst verrecke ich hier gleich wieder. Ah, Hallöchen. Du hast natürlich wieder nichts Neues zu sagen. Na gut. Hallo. Hallo Mona. Achso, ich kann wieder nur... Moment, so und so. Hallo Gameplayerin. Alle Kunden sind bei mir willkommen. Ich habe von allem etwas und kaufe dir auch fast alles zu einem fairen Preis ab. Hallo Mona, kann ich irgendetwas für dich tun? Nett, dass du fragst. Ja, ich hätte hier ein paar Waren auszuliefern und kann nicht selbst dorthin. Diese Axt hier ist für Wilfried. Ich habe gehört, deine Farm liegt auch im westlichen Teil. Ach so, Wilfried. Ach. Leg Wilfried die Axt einfach irgendwo in sein Haus. Er wird sie dann schon finden. Außerdem hat er noch diese Schuhe und diesen Rucksack bestellt. Leg sie einfach dazu. Okay. Dankeschön. Können wir hier nochmal eben gucken. Essen ist sehr teuer, nehme ich mal an, ne? Oder hast du gar kein fertiges Essen? Was ist das denn? Ach, das ist eine Zimmerlampe. Ich glaube, die kann ich nicht essen. Okay. Ja. Nee. Wir gucken mal, dass wir mal ausnahmsweise nicht gegen die... Achso, Moment, ich kann ja jetzt zurückreisen, ne? Ich reise mal eben zurück. Und dann kann ich ja mal eben gucken, damit ich hier nicht komplett verrecke. Der ist nicht mehr gut, oder? Du Sau. Warum sind die tot? Es hat doch gerade so schön gegossen. Warum sind die jetzt nicht mehr gut? So, Moment. Euch muss ich mal eben... umbringen, wollte ich gerade sagen. Euch muss ich mal eben... So, das hat jetzt... Nicht viel geholfen, aber zumindest etwas... Oh, Moment. Ich habe noch zwei gefunden, das ist sehr gut. Ich wollte aber eigentlich mal eben kurz die Sachen wegbringen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich noch irgendwas bekomme vielleicht. Moment, das haben wir, das haben wir, das können wir alles in... Das können wir nicht als Stapel auffüllen, warum nicht? Hallo? Warum kann ich nicht als Stapel auffüllen? Was geht denn jetzt ab hier? Muss ich das jetzt hier mit der Hand reintun? Warum denn das? So, Moment. Die Fiolen... Ach, jetzt wird die auch noch müde. Warum wird die jetzt schon wieder müde? Ach, die macht mich wahnsinnig. Okay, also das ist auf jeden Fall... Aber das ist für eine andere Quest. Die mache ich mal da drunter. Die Sachen hat der bestellt. Maiglöckchen. Ach so, das ist für Rezepte. Okay. Maiglöckchen mache ich mal... Keine Ahnung. Mache ich mal hier mit rein.
erstmal Platz haben. So, die drei Plätze werden dann ja auch wieder frei. Okay, jetzt habe ich nur das Problem, dass sie natürlich wieder müde wird. Das ist natürlich gar nicht gut. Wir gucken mal eben, ob ich noch irgendwas kochen kann. Da haben wir nicht alles für, da haben wir nicht alles für. Moment. Moment. Jetzt habe ich ein Problem. Doch, da habe ich noch einen Zettel. Bratkartoffeln war das, was nicht ganz so hoch war. Gemüsesuppe war das, was ganz hoch war. Dann nehmen wir die natürlich als erstes, damit wir die verkaufen können. So. Und Bratkartoffel. So. Nehmen wir eins mit nach unten, was ich jetzt essen kann. Also beziehungsweise nicht jetzt, sondern was ich dann... obwohl, das kann ich eigentlich auch jetzt essen. Ist ja eigentlich gehopst wie gesprungen, ne? Gut, dann würde ich nämlich sagen, dass ich das mitnehme zum Verkaufen. Das tue ich nach unten, weil das ist ja die Quest. So. Das lasse ich erstmal so weit drin. Und dann würde ich sagen, dass ich mich dann leider erstmal hinlegen muss, weil die ja schon wieder müde ist. Warum auch immer die... Ja, fallen schon wieder die Augen zu. Es ist wirklich nervig. Ich muss irgendwie gucken, dass ich mir Kaffee besorge. Ansonsten wird das, glaube ich, hier nichts mehr. Dann werde ich mich erstmal eine Runde aufs Ohr hauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und da werden wir dann die Sachen ausliefern. Und ja, es ist Dienstag. Ich weiß es gerade nicht auswendig, aber ich glaube, dann können wir die Sachen auch verkaufen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!